Grüß euch im Gartenparadies Maderleiten. Also mir ist die Vielfalt ein großes Anliegen und daher mache ich da zwei Sachen. Das eine ist, ich vermehre für die Achenoa, mache ich mit bei der temporären Vermehrung. Und da mache ich heuer einen Zuckermais, den man da sieht, und eine Erbsensorten vermehre ich noch. Und das zweite, was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, ich tue Obstbaum veredeln. Und zwar hauptsächlich die Sorten, die eh schon da sind. Da in dem Bereich vom Garten ist ziemlich viel Wildnis. Und innerhalb der Wildnis hat es sich dann von selber gegeben, wenn ich ein bisschen was rode für diese Kultivierungsmaßnahmen, dass sehr viel Material entsteht. Äste, Grasabschnitt, alles Mögliche. Die habe ich aufgeschlicht. Dadurch ergibt sich fast so eine Art Mikroklima im Innenbereich. Es rieselt die Erden aus. Im Herbst dann sieht man die Walle gar nicht mehr, sind es nur noch so große Gebilde mit lauter Kürbis oben. Ich habe den schönsten Platz, der ist nämlich ganz eben. Ich brauche mich nicht recht plagen und immer so viel in der Gestecken umkreuen. Und ich habe den konventionellen Gemüsegarten mit einem Fenchel, mit einem Kohlrabi. Und die Buschbohnen werden sehr schön heuer. Ganz wichtig ist immer ganz viel Mulchen. Und der Silvium-Kompost ist natürlich auch super dazu. Ja, ich schaue, dass ich im Garten die Infrastruktur ein wenig verbessert wird. Unter anderem habe ich schon einmal die Wasserleitungen gelegt zu den verschiedenen Zapfstellen und dann auch Plätze angelegt, wie zum Beispiel da, der Feuerstuhl, habe ich eine Rundsteinmauer gelegt. Und dann gibt es Platzeln zum Beispiel auf der höheren Stelle vom Garten mit Aussichtsstelle bis sogar ins Gebirge, dass man sich dort gemütlich hinsitzen kann und ausrasten und den Gras wachsen zuhören kann.